frisch vom Siegerpodest runtergestiegen. Melli, die erste Frage an dich. Du warst krank im Vorfeld. Mit was für einem Gefühl bist du hier zur WM gereist? Ja, war schon schwierig einzuschätzen. Also ich war dann das erste Mal hier wieder richtig paddeln. War schon schwierig, da wir nicht wussten, wie es jetzt geht, aber ja, Sarah hat es mir ganz einfach gemacht. Sarah, du hattest gestern Abend gesagt, na, entweder es läuft richtig super oder wir kacken voll ab. Wie schätzt du jetzt Bronze ein? Also ich schätze Bronze sehr, sehr hoch ein für uns. Dadurch, dass wir halt, ja, 15, 14 Tage, keine Ahnung, uns Training weggefallen sind. Wir sind davor überhaupt nicht voll gefahren. Also wir wussten nicht, was passiert mit uns nach 750 Metern. Und wir sind beide richtig ruhig geblieben. Wir haben das Vertrauen ineinander bewahrt. Und das hat uns als Bronze eingebracht. Und ich glaube, dass, also ich persönlich für mich bewerte das, also ich bin richtig stolz drauf, dass wir das geschafft haben. Also ist Bronze heute ein bisschen wie Gold. Ja, schön auf jeden Fall, was mitnehmen zu können. Also feiert und gute Besserung weiterhin. Danke.